Hallo ihr Lieben, ich zeige euch in diesem Video zwei tolle interessante Tipps mit Waschmaschine. Erster Tipp wäre, reinige deine Waschmaschine mit zwei Geschirrspülmaschine-Tabs. Ich mache das einmal im Monat, damit die Waschmaschine gründlich gereinigt wird. Einfach lege in die Trommel zwei Tabs, Spülmaschine-Tabs und bei 60 Grad die Maschine laufen lassen. Die Waschmaschine wird gründlich gereinigt. Probiere es diesen Tipp unbedingt einmal aus. Es ist notwendig, die Maschine einmal im Monat zu reinigen, damit sie länger halten kann. Und die Wäsche werden noch besser und gut riechen nach dieser gründlichen Reinigung. Überzeugen Sie sich selbst. Schaut euch an, die Waschmaschine glänzt jetzt wie neu. Sie ist tief gereinigt, super sauber. Zweiter Tipp wäre selbstgemachte Weichspüler mit 100 ml Haarspülung, 300 ml heißes Wasser. Richtig umrühren, alles zusammenmischen und dazu nehmen wir noch ca. 100 ml Essig. Wieder alles mischen, die ganze Weichspüler in eine Flasche tun und optional bei jeder Wäsche ein bisschen tun, zusätzlich zu dem normalen Waschmittel. Ich wünsche euch alles Gute und probiere unbedingt mal diese Tipps aus. Viel Spaß zum Nachmachen und bis zum nächsten Mal.